So, willkommen zu einem neuen Video Bushcraft with Friends. Heute mit dabei der Sven. Wieder ein Trip, den wir seit 2-3 Wochen geplant haben. Eine kleine Daytour, einmal rund um Willerzell. Die Wetterprognose ist bis jetzt laut dem Wetterbericht schlecht. Aber ich bezweifle, dass es noch regnen wird. Mal schauen. Wir sind noch gar nicht so lange unterwegs, aber das Traurige ist, es ist recht steil. Es ist auch recht steil und wir können kaum schnurren. Weil vorher haben wir noch so viel geredet und jetzt sind beide recht ruhig. Hey, da oben ist so eine elende Wiese, das kann man nicht glauben, aber es geht so steil drauf jetzt, gerade dass wir beide wieder total im T-Shirt sind. Das heisst, damit wir uns nicht erhält, müssen wir einfach in Bewegung bleiben. Sonst wird es kalt um die Nieren und dann hat man ein viel WC-Gang. Die Aussicht ist herrlich. Es sind noch viele andere Leute unterwegs hier. Ja, sind wir endlich im Wald angekommen. Und jetzt bahnen wir uns irgendwie einen Weg da durch und bauen dann mal ein Lager. Und da hinten irgendwo gehört mir Feuerwerk. Oder irgendetwas so. Ja, der hier ist der Schießstand von Willerzell. Schießstand? Hoffentlich trifft uns niemand. Ja, der Sven, der Held, hat das Wasser vergessen. Natürlich, man vergisst immer irgendetwas. Das ist schon Standard geworden. Und jetzt haben wir 2 Liter Wasser für eine ganze Tagestour. Jetzt sind wir gerade schön in einem Feld, das Pferde hat, wo scheint recht beschmust sind. So, wir haben jetzt die Pferde ein bisschen mit Brot und so gefüttert. Jetzt laufen sie uns irgendwie nachher. Mehr oder weniger. Der hat schon das Brot geklaut, oder? Wir haben so das Brot aufgemacht. Der kommt gerade, der ist, der kommt auch. Aber es war irgendwie möglich. So, jetzt sind wir schon wieder im nächsten Wald. Jetzt erzählen wir, was wir eigentlich heute vorhin zum Essen. Wir machen eine feine Garnelenpfanne. Mit Zitrone, Petersilie und geröstetem Brot. Das wären nicht. Wie viel Gramm hast du mitgenommen? 800 Gramm, ein bisschen mehr. Bin mir aber noch nicht sicher, ob das für uns 2 fressen kann. Ja, das sehen wir dann. Energie haben wir schon mal verbraucht, aber aufs Essen freuen wir uns. Jetzt haben wir endlich eine Wasserquelle gefunden, wo wir jetzt mit unserem Wasserfilter das Zeug daraus rausnehmen können. Mit dem Wasserfilter, den wir haben, könnten wir theoretisch einfach das Wasser abfüllen und das würde auch jetzt zu klarem Wasser werden. Das machen wir jetzt zwar nicht, aber für voll der Fälle würde es natürlich gehen. So, wir sind jetzt schon etwa gut 2 Stunden unterwegs und weit und breit findet man einfach kein gutes Plätzchen. Dafür haben wir ein paar gute Bilder gemacht. Hallo miteinander. Und noch sportliche Velofahrer unterwegs. Let's go. Weißt du, kommst du so klein und unbedeutend vor, wenn du das alles siehst. Du bist einfach so klein in dem Ganzen. Du bist einfach so ein kleines Stückchen von dem Ganzen. Sieht recht exotisch aus. Und wir sind jetzt immer noch unterwegs. Langsam aber sicher haben wir wirklich Hunger. Leicht müde sind wir auch und wir finden einfach kein gutes Plätzchen. Was läuft hier? Jetzt gehen wir in das kleine Pferdchen da rein
hoffentlich finden wir irgendetwas Gutes. Ja, leider war dort nichts. Jetzt laufen wir hier drauf. So, jetzt haben wir provisorisch etwas gefunden. Es kommt langsam, aber sicher ein bisschen regnen. Darum haben wir jetzt auf die Schnelle ein halbprofessionelles Tarp aufgestellt. Paracord, läuft das dort? Ja, alles wieder zusammen. Schön kompakt. Jetzt sollen wir hier noch ein bisschen Holz zusammensammeln, was wir so finden. Und fangen dann auch langsam über sich ein Feuer machen. Als allererstes kleiner Kaffee. Freust du dich schon? Anders. Richtig Lust auf Kaffee und Zigaretten. Ja, das wird jetzt gut. Ein kleines Brot rösten. Noch ein bisschen schön Holz am Sammeln. Das, wir haben zwar schon recht viel Holz, aber das brennt so schnell ab. Da müssen wir wirklich permanent dranbleiben. So, das Essen haben wir jetzt schön serviert. Geröstetem Brot, also ein kleiner schöner Bänkli da. Wir wünschen einen guten. Guten zusammen. Er ist jetzt auch fertig mit Essen. Und ich hänge da ein bisschen am Feuer. Ich bin aufwärmen, es ist doch noch ein bisschen frisch. Jetzt geniessen wir den letzten Kaffee noch geschwind. Sven ist da schon ein bisschen am Zusammenräumen. Das Lager wird wieder gepackt. Es hat schon angefangen zu regnen. Wir sehen es nicht wirklich, glaube ich, da. Aber wir haben etwa noch 2 Stunden vor uns. Also das heisst, wir müssen jetzt aufbrechen, sonst sind wir dann ganz verschifft. Das Lager ist aufgebaut. Was war das gerade? Eine Dehnung? Nein, der Sackrichter. Und jetzt ja, gehen wir mal langsam wieder zurück. Und wir bahnen uns wieder einen sumpfigen Weg zurück heim. Eine weitere Etappe geschafft und da sieht man langsam. Was, weitere Etappe? Schau mal die Etappe. Ja, es ist einfach eine Etappe. Eine kleine. Aber das Wetter ist total umgeschwungen. An dieser Stelle noch eine kleine Information, ich verlinke ihn noch. Er fängt ab sofort auch die ganze Buschgeschäftsgeschichte an. Und auch dort vloggen hin und her. Da kommen noch viele Projekte gemeinsam online. Also, das heisst, checkt den natürlich auch ab, abonnieren und supporten wir uns gegenseitig. Und wieder schön das hure Geröll da drauf am Laufen. Noch eine halbe Stunde haben wir sicher Entfernung bis zu unserem Ziel. Ja, man sieht es leider auf der Kamera nicht so. Aber der Boden ist fast schon rot. Jetzt sind wir in einer recht traurigen Gegend wieder gelandet. So, wir sind langsam aber sicher in Willerzell angekommen. Jetzt waren wir lange am Laufen und haben über die Welt philosophiert. Jedenfalls freut mich, dass der Sven mitgekommen ist das Mal. Auch von ihm kommen da zukünftig weitere Sachen. Wir haben auch wieder mehrere Projekte und Ideen, wieder, die da zusammen gemacht werden. Darum hoffe ich, hat euch das gefallen. Ihr schaltet wieder ein, lasst einen Kommentar da, liket, weiss der Geier, teilt das. Ich wünsche euch in dem Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr es seht, und ich verabschiede mich. Ciao! Auf Wiedersehen! Ciao!